Ich glaube, so einer kann bei diesem Vier-Nationen-Special. Sag ich's wieder? Sag ich's nochmal? Sag ich's wieder? Befreit aufspielen. Ja, er ist nicht so gut wie letztes Jahr. Durch Let's Dance hat er nicht so trainieren können. Ich würde das gar nicht immer so extrem rausstellen. Das ist einer, ob er ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger trainiert, der besten Ninjas der Welt. Ja, fertig, und das Ende zeigt aus. Er auch gerade. Er hat seine Vorrundenshow gewonnen bei uns. Ich bin mir sicher, die meisten unserer Zuschauer heute hier an diesem Sonntagabend waren dabei. Ja, und das zeigt einmal mehr, wie ehrgeizig der Kerl ist. Legt hier übrigens wieder ein Tempo vor, das ist unfassbar. Das ist an Effizienz kaum zu überbieten. Der gönnt sich keine Pause zwischen den Hindernissen. Ich glaube, dass er das macht, damit er vor den schwierigen und armlastigen Hindernissen am Ende noch mal ein bisschen durchschnaufen kann. Ey, was ein Typ. Der ist schon, selbst wenn er nicht in der Form des Vorjahres ist, bockstark. Und ich glaube, der will auch die anderen Nationen beeindrucken. Das ist dem schon auch wichtig. Und das funktioniert, glaube ich, ganz gut, oder? Ja. So, unter einer Minute kommt er jetzt an. Smart. Der greift da einfach rüber. Der hat aber auch extrem lange Arme, René Casali. Ja. Aber macht er alles ultra smart. Guck mal auf die Zeit. Ich habe die 1,24 von Max Görner und der macht die Megawatt im Kopf. Und er würde noch mal 30 Sekunden abgezogen bekommen, wenn er die Megawand packt. Also das ist die Zeitgutschrift, die es für das Bezwingen der Megawand gibt. Und das macht er. Und wie er die und das macht er, dann steht er bei 50,8 Sekunden. Nochmal, dafür gibt es 30 Sekunden Zeitgutschrift. René Casali, der amtierende Ninja Warrior Germany. Wagt es ja nicht zu gehen an dieser Stelle. Denn wir haben ja noch viel, viel mehr an tollen Filmmaterialien. Einmal hier. Ganz viele kleine, tolle, bunte Clips aus dieser Welt hier, der Ninja Warrior Germany Welt. Und bei RTL Plus gibt es natürlich komplette Folgen dieser wunderbaren Sendung, die wir alle lieben.